Und weiter geht's wieder. So. Mosin 2-5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. So. Na, endlich. Gebäude gesichert. Sehen wir uns das nächste an. Okay. Dann das nächste. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Ach, Scheiße. Boah, ey. Gebäude gesichert. Sehen wir uns das nächste an. Okay, okay. Dann das nächste. Jetzt aber. Ihr könnt euch mit denen annehmen. So. So. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Oh nein, ey. Gebäude gesichert. Sehen wir uns das nächste an. Dann nochmal das Ganze. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Boah, hat der ein Glück, dass ich das jetzt meine Maustaste nicht funktioniert hat. Tanken und uns tolle Waffen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Oh, oh, eine Tonne. Die brennt. Die fällt mir nicht. Oh.
Gebäude gesichert. Keine Spur von Al-Assad. Weiter. Okay. Mosin 2-5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Okay. Hier ist 2-5. Wir haben das Ziel. Erwarten Befehle. Auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. So. Geschafft. Endlich. Mein Vater. Und denk daran, wir brauchen Al-Assad lebendig. Tod nützt dort gar nichts. Warum hast du das gemacht? Woher war die Bombe? Ich weiß nicht. Wer sonst? Ich weiß nicht. Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Sir, das ist sein Handy. Na, so läuft's aber nicht. Wer war das, Sir? Sakajew. Imran Sakajew. Ich war damals nur ein Lieutenant, hab die Drecksarbeit gemacht. Tschernobyl, Weihnachten für die Bösen. Selbst 10 Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material, und zwar viel. Inklusive einem gewissen Imran Sakajew. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. So, und wieder eine weitere Mission geschafft. Gleich die nächste... Nee. Ja doch, machen wir gleich die nächste. Mal gucken, wie lange mein Festplattenspeicher reicht.